Mein Freund, herzlich willkommen zu einer neuen Folge GTA 5 LSPDF. Ja, wir machen heute mal ein bisschen was die Straße unsicher. Und ich würde sagen, wir steigen direkt mal in die Karre ein. Und heute machen wir ein bisschen was Geschwindigkeitsmessung. Ja. Da, 77. Mascaro. Huh. Habe ich ja denn jetzt von beiden? Der 66? Nee. Der hat Glück gehabt, der da. Leute, so eine Karre fällt ja immer voll auseinander. Hallo. Stehen bleiben! Hey! Freundchen! Alter, wie schnell ist der? Der hat nur drei Reifen und der ist schneller als ich. Halt! Anhalten! What the fuck? Die seine Karre burnt übelst ab. Oh! Alter! Okay. Der kommt aber instant zum Stopp. Das geht aber gar nicht. So. What the fuck? So, der Typ kann direkt aussteigen. Ja, komm, Junge, bringt eh nichts. So, wir machen erstmal einen Test. Junge, LKW. Okay, der ist schon mal clean, aber der Wagen ist halt instant Schrott, Junge. Okay, der hat Glück gehabt, aber einfach zu schnell. Racing. So, und das gibt... Ja, machen wir $100. So. Und die Karre wird natürlich abgeschleppt, ne? Ist ja verständlich. Das geht ja so gar nicht. Alter, eigentlich hätte ich nur mehr abknüpfen können wegen der Karre. Alter, Junge. Was passiert hier? Hey, Dude! Hallo! Alter, der verliert übel viel Benzin. Junge! Jungs, wir müssen hinterher. Aus dem Weg. Achtung. Alter. Jo. Das geht ja gar nicht. Ich muss ja eine Verfolgungsjagd. Der flieht. Alter, wie kann der so schnell sein? Das geht auch gar nicht. What the fuck? Da ist er. Junge, Junge, Junge. Schön aussteigen, Freundchen. Das geht ja mal gar nicht. So, Junge, leg dich mal schön hin. Das geht ja mal absolut nicht. So, den nehmen wir direkt mal fest hier. Was ein Spacken. So, Junge, du kommst direkt mit in den Knast. Hallo, nein, ich... Hallo, nimmst du ihn jetzt mal in die Hand? So. Ja, schön einsteigen, danke. Lass dir ruhig Zeit, gar kein Problem. So, zack. Junge, Junge, Junge. So. Direkt hier hin. Oh, ja, perfekt. Schon. Jetzt direkt die Tür frei gemacht. Ja, meine Kollegen warten da schon. Optimal. So, Leute. Zack. Wie kann man denn hier und so jemanden in den Knast stecken? Wie kann ich den denn hier entsorgen? Hallo. Der Typ soll mir hier aussteigen. Ich boxe dich kaputt, Junge. Komm da raus. Oh, fuck. Tut mir leid. Ich wollte nicht dich schlagen. Oh, es tut mir so leid. Ich will doch nur, dass mein Kollege hier aussteigt. What the fuck? Jetzt geht meine Karre nicht mehr an. Ah, doch. So. Problem gelöst. So. Bin ich mal gespannt. Sollen sie wohl zwei Leute prügeln? Mal abwarten. Wo denn? Ach da. Ja, Kinders. Alter, die Frau gibt ihm ja voll auf die Schnauze. Leute, Leute. Ganz ruhig. Sonst knüppel ich hier mal mit. Leute, stopp. Stopp. Hören sie wohl auf hier. Halt. Anhalten.
Oh nein, Entschuldigung. Oh Gott, Entschuldigung. Scheiße. Jetzt habe ich die K.O. gehauen. Fuck. Das geht so nicht. Warte. Ich brauche hier... Oh Gott, was passiert hier? Ich brauche hier definitiv... Dings. Ne? Und so. So, den nehmen wir auch erstmal hier fest. Alter, Scheiße, ich hab... Wie auch immer das war... Ich hab ihn voll über den Haufen geballert. Umgeknockt. Nein, was mache ich denn hier? Ja, kannst du ihn aufheben? Beziehungsweise wiederbeleben, das wäre super. Junge, danke. Oh, jetzt geht er weg damit. So, vielleicht können wir den noch retten. Na komm schon. Ich weiß, du kannst es. Dude. Wir haben das zusammen geschafft. Alter, ich hab die voll ausgenockt. Das wollte ich gar nicht. Nein! Scheiße. Ja, passiert, ne? Kann man leider nichts machen. Das, ja. Haben Sie allein zu verantworten, Kollege. Wenn ihr euch nicht geprügelt hättet, dann wäre ich auch nie vorbeigekommen. Ich auch. Ich bin bekannt dafür, dass ich Leute direkt ausnocke. Ja, macht noch ein paar Fotos von ihr. So, scheiße. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ist das belastend. Ist das belastend. Okay, das ist interessant. Es gibt einen Gang-Fight hier im Ghetto. Ja, nenne ich es jetzt mal. Ich bin gespannt. Ich komme erstmal ohne Sirene, denn vielleicht werde ich ja nicht direkt abgeknallt. So, Leute. Die stehen schon alle bereit. Da, es gibt Pferde. Es gibt maximal fette Schüsse. Leute, 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 beruhigt euch. Alter, die schießen auf mich. Bleibt da hinten. Alter, ich muss mich taktisch zurückziehen. Das ist nicht gut. Ich sterbe. Nein, ich bin tot. Nein, ich bin tot. Unfassbar. Mayday. Wir wurden gekillt. Scheiße. Oh, das ist nicht gut. Oh. Leute, ich muss zu meiner Base. Ich muss zu meinen Kumpels. Ich muss sie wegklatschen. Wo war das? Das war doch irgendwo hier in der Nähe. Jungs. Das geht doch nicht. Scheiße. Das war ein übelster Gangangriff. Hier runter oder so? Kann das sein? Oder? Nee. Ich hab's verloren. Scheiße. Oh Mann, ey. Kacke. Angeblich ist hier direkt in der Nähe ein fett ausgerüsteter Typ, der hier alle plattballert. Lol, da ist er das schon. Lol. Da brauchen wir aber sowas von. Alter, der Typ ist ja... Den nehmen wir mit. Alter, der lebt ja noch übel. Alter. Dude. Ich brauche eine Shotgun. Ja. Leute, haltet drauf. Komm schon. Der kann doch nicht so viel aushalten. Dude. Wie viele sind hier? Kommt schon, Leute. Das schaffen wir. Oh, fuck, der hat mich schon wieder gekillt. Nein, das darf nicht wahr sein. Oh Mann, ey. Wieso sterbe ich denn die ganze Zeit? Das ist kein guter Tag für mich. Oh, 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 das war übel. Oh, oh. Ich hoffe mal, der Typ wurde festgenommen, beziehungsweise eliminiert. Scheiße. Alter, nee, nee, nee. Okay. Ich würde sagen, bei dem Wetter, ich fahre nach Hause und überdenke mein Leben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.